Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum UVN Business Talk. Wir, die Unternehmerverbände Niedersachsen, haben heute einen Gast, der zeigt, wie voller Power die niedersächsische Wirtschaft steckt. Wir reden heute über die Lebensmittelindustrie und deshalb freue ich mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast, den Verwaltungsratsvorsitzenden der Balsen GmbH und Co. KG, Herrn Werner Michael Balsen. Lieber Werner, wir kennen uns seit vielen Jahren, denn Herr Balsen ist auch gleichzeitig der Präsident der Unternehmerverbände und stand heute schon der längste Präsident, den wir je hatten. Lieber Werner, das Unternehmen existiert seit 133 Jahren. Heute haben wir schwierige Zeiten, Pandemie, jetzt eine kriegerische Auseinandersetzung. Was sind die Hauptherausforderungen für das Unternehmen in dieser Zeit? Ja, also wenn ein Unternehmen über 130 Jahre alt ist, hat es schon einige Krisen überstanden. Dazu zwei Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren. Insofern, ich will nicht sagen, ist das jetzt nichts Neues, aber es hat schon andere Krisen gegeben. Was sind jetzt die Herausforderungen? Explodierende Rohstoff- und Verpackungspreise, die in zweistelligen Millionenbeträgen unser Unternehmen treffen. Nicht nur uns, sondern auch unsere Konkurrenten natürlich und die Wirtschaft. Aber damit umzugehen, ist nicht einfach. Wird denn die jetzige Entwicklung gerade bei den Energie- und Rohstoffpreisen überhaupt so ohne weiteres zu bewältigen sein? Ja, wir müssen sie bewältigen. Wir haben keine Alternative. Es gibt da zwei Herausforderungen. Das eine sind die Preise, die so nach oben gehen. Wer heute an die Tankstelle fährt und einen Diesel- oder Benzintank sieht schon, dass da auch die Energiepreise massiv steigen. Und das zweite sind aber auch Sorgen um überhaupt die Verfügbarkeit von Produkten. Wenn wir gerade nach mit dem Krieg der Ukraine, wenn wir nicht in den nächsten 4 Wochen das Getreide gesät wird und die Sonnenblumen gesät werden, werden wir im Herbst keine Ware haben. Und das hat massive Auswirkungen auf den Weltmarkt, weil die Ukraine, ich glaube, 30% des Weltmarktes für Getreide herstellt. Jetzt hatten Sie eben schon darauf hingewiesen, Balsen ist ein krisenerprobtes Unternehmen, hat wirklich die schlimmsten Krisen erlebt und ist gestärkt hervorgegangen. Sie haben nun die nächste Generation am Start. Wie wird das laufen mit dem Übergang in die nächste Generation? Ja, das ist eine spannende Frage, denn ein Generationenübergang ist per se schwierig, weil es natürlich neue Ideen gibt. Die alte Generation muss Luft lassen, die neuen müssen sich auch selbst erproben. Das mitten in einer Krise ist eine Herausforderung, aber der werden wir uns stellen. Da bin ich ganz zuversichtlich, denn hier steht der Eigentümer des Unternehmens Balsen mit dem gleichnamigen Namen. Das ist eine Marke, die weltweit jeder kennt. Wir als Kind haben wir schon Balsen gekannt und jetzt geht es darum, dass das Unternehmen weiter besteht. Wir haben häufig die Diskussion Konzerne, Eigentümer. Wo sind die Vorteile, die der Eigentümer in seinem Unternehmen hat? Also ich denke mal ich kenne mich mit Konzernen nicht so aus, aber ich glaube, eine Stärke, die wir bei uns haben, sind die Mitarbeiter, ist die Motivation und die Loyalität zum Unternehmen und auch die persönliche Nähe. Ich denke, dass wir relativ schnell entscheiden können, weil wir nicht alle möglichen Gremien einbinden müssen. Aber wir haben sicherlich nicht so viel Kapital, wie ein großes Börsenunternehmen hat. Ich glaube, dass die Schnelligkeit, die Agilität ein Vorteil ist, den wir immer wieder bewusst auch ausspielen müssen. Und dazu haben wir natürlich starke Marken, das ist unser Juwel, die wir pflegen und vorantreiben. Und in den Marken findet sich auch das Vertrauen der Konsumenten wieder,
die einfach zum Teil seit Kindesbeinen Leibniz-Keks oder Balsen einfach kennen. Und ein solches Vertrauen ist ein unheimliches Pfund, mit dem man buchern kann. Also bei mir funktioniert das Vertrauen immer noch. Diese Balsen-Keks sind nach wie vor ein Produkt, das man immer wieder leider zu oft isst, natürlich zum Vorteil des Unternehmens. Aber jetzt kommen wir mal auf ein anderes Thema. Du engagierst dich nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern du bist, ich hatte es vorhin erwähnt, unser langjährigster Präsident der Unternehmerverbände. Was hat dich bewogen, dich so stark in der niedersächsischen Wirtschaft und speziell bei den Unternehmerverbänden zu engagieren? Na, der Anfang war deine Frage, ob ich das machen würde. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir als Unternehmer nicht nur uns um das eigene Unternehmen kümmern, sondern auch eine gewisse Verantwortung für die Res Publica, für die Öffentlichkeit übernehmen. Und das war immer meine Motivation, neben dem direkten Tagesjob mich auch in einem breiteren Umfeld zu engagieren. Ich war ja auch Präsident des Wirtschaftsrates. Ich glaube, dass man als Unternehmer eine ganze Menge Erfahrungen auch mit in solche Funktionen einbringen kann. Und ich glaube einfach auch, dass unsere Allgemeinheit und unsere Gesellschaft eigentlich nur mit großem privaten Engagement funktioniert. Und das ist meine Motivation, weshalb ich da meinen Teil zu beitragen will. Also ich kann da nur Danke zu sagen, weil wir brauchen die authentischen Unternehmer, die dann auch wirklich deutlich machen, was notwendig ist. Und das ist eben keine Selbstverständlichkeit. Ich würde gerne nochmal zurück zum Unternehmen kommen. Wir hatten seit geraumer Zeit ein sogenanntes Lieferkettengesetz. Und nun kann sich jeder vorstellen, dass ein Unternehmen wie Balsen natürlich zum Beispiel auf Kakao setzt. Und wenn man diese Lieferkette bis zum letzten Glied nachverfolgen muss, was heißt das für einen zwar großen, aber immer noch mittelständischen Eigentümerunternehmer? Ist das zu handeln? Wir bemühen uns, das zu handeln, aber das ist natürlich schwierig, weil wir zum Teil gibt es Lieferketten, die auch mehrere Stufen haben und wo unsere Lieferanten wiederum Vorlieferanten haben. Wir selber engagieren uns zum Beispiel in Afrika bei dem Kakaoanbau, indem wir regelmäßig dort sind und mit den Kooperativen zusammenarbeiten. Wir haben die zum Teil auch finanziell unterstützt und wir stellen damit sicher, dass wir unseren Kakao bekommen, der eben keine Kinderarbeit hat. Ich war selber in Malaysia, um mir Palmölanbau anzugucken. Da wird es schon schwieriger, weil das zum Teil aus Indonesien kommt und mit Abholzen von Urwald macht das schwierig. Aber wenn man dann weitergeht Richtung Gewürze oder sowas, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir wirklich hundertprozentig sicherstellen können, dass das sozusagen sauber ist, weil wir einfach die vorherigen Stufen auch gar nicht kennen. Ja, da wünsche ich Ihnen viel Glück, dass das funktioniert. Ein weiterer Punkt, wir haben uns eigentlich seit 10 Jahren daran gewöhnt, dass wir kaum mehr Preissteigerungen haben. Die Inflation lag sehr weit unten. Jetzt muss man damit rechnen, dass wir vielleicht sogar eine wirklich galoppierende Inflation bekommen. Und dann ist ein Unternehmen wie das deine immer in einem Zwiespalt zwischen den galoppierenden Kosten und dem starken Handel, an dem man das natürlich weitergeben muss. Wie ist das Verhältnis im Moment in der Lebensmittelbranche? Kommt man dort miteinander zurecht? Findet man einen gemeinsamen Weg oder ist das eher schwierig? Also das ist schwierig, weil sich jetzt innerhalb ganz kurzer Zeit die Spielregeln ändern müssen. Wir haben Preissteigerungen, die zum Teil in Rohstoffen, Verpackungen 100% sind. Vor allen Dingen auf das nächste Jahr bezogen. Und die können wir in unserer Kostenstruktur gar nicht mehr abfangen. Und da werden wir
intensive Diskussionen haben wir jetzt schon mit dem Handel, der natürlich selber auch merkt, bei den Rohstoffen, der verkauft ja auch Mehl und andere, also Primärrohstoffe, dass sich da viel tut. Und das geht jetzt in einer galoppierenden Geschwindigkeit. Weil durch den Ukraine-Konflikt, der ja erst 2 Wochen alt ist, haben sich bei uns die Preise so entwickelt. Und ein Unternehmen, was vielleicht nicht so lange gedeckt ist, wie wir das sind, könnte damit auch kurzfristig schon in Schwierigkeiten kommen. Aber wir haben eine eher vorausschauende Rohstoffeindeckungspolitik, die uns zumindest für die nächsten Monate etwas Luft schafft. Aber danach geht es fröhlich weiter. Dann kommen wir schon zum Schluss unserer letzten 3 Blitzlichter. Ich stelle 3 Fragen in einem Satz und du bist bitte so nett und beendest diesen Satz. Erster Satz. Unser Unternehmen steht vor der Herausforderung, dass wir diese Kostensteigerungen auffangen können. Der Standort Niedersachsen ist für uns positiv, weil wir sehr qualifizierte Mitarbeiter haben, die auch sehr loyal sind. Und last but not least, wir wünschen uns von den politischen Entscheiderinnen und Entscheidern, dass sie uns in Ruhe lassen, unseren Job zu machen. Herzlichen Dank, das war Werner Michael Balsen, der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Balsen GmbH und Co. KG. Und alle Forderungen, die wir vor dem Hintergrund der ankommenden Landtagswahl aufgestellt haben, finden Sie als UVN-Position zur Landtagswahl natürlich bei uns im Netz. Vielen Dank.